Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Die große Sängerin Tina Turner ist verstorben. Da ging die Meldung vom gleichzeitigen Tod von Kenneth Acher medial unter. Er starb mit 96 Jahren und er war einer der Pioniere in Sachen Filmavantgarde. Den ersten Kontakt zu Kenneth Acher bekam ich allerdings nicht über seine zum Teil sehr experimentellen Filme, sondern durch Fake News. Kenneth Acher brachte für mich mit Hollywood Babylon das erste Klatsch- und Pratschbuch über Stars und Sternchen heraus. Hollywood und frühe Hollywood-Sachen, Fotos und Geschichten aus einer alten Zeit. Ich habe eben meine Ausgabe Ende der 70er Jahre in einem Bücherbasar billig erstanden. Ich habe hier die Ausgabe von Rowohlt und immer wieder angeschaut. Viele Stars aus der frühen Phase des Kinos kannte ich als Jugendlicher nicht. Aber die Geschichten von Sex, von Drugs und von Macht waren so gut geschrieben, dass ich das Buch gerne gelesen habe. Viele der Geschichten stellten sich später als unwahr oder gar konstruiert heraus, also Fake News im klassischen Sinne. Sie basierten auf Erzählungen von Kenneth Achers Großmutter. Es gab noch einen zweiten Teil von Hollywood Babylon, den ich mir allerdings nicht kaufte. Kenneth Acher war zweifellos eine der einflussreichsten und kontrovers diskutiertesten Figuren in der Geschichte des Films. Er war ein Vorreiter des queeren Kinos, noch bevor ich den Begriff überhaupt kannte. Ich lernte den ersten offen schwul lebenden Regisseur über Super 8 Filme von einem Kumpel kennen. Die Art der Filme war für mich neu. Sowas kannte ich nicht. Also nahm ich später viel Geld in die Hand und erstand 1986 meine einzige Kenneth Acher Doppel-Laserdisc. Hier habe ich sie mal mitgebracht. Mach sie mal auf. So sah sie innen aus. Und das war die Rückseite. Es enthielt alle wichtigen Werke und ich hatte eine japanische Pressung. Ja, interessant. Der Beitrag zur Filmkunst reicht weit über die Grenzen des konventionellen Erzählkinos hinaus und hat das Medium auf erfolgreiche und revolutionierende Weise erweitert. Mit seiner avantgardistischen Ästhetik und seinen experimentellen Techniken hat Kenneth Acher eine völlig neue Dimension des filmischen Ausdrucks geschaffen. Bereits in den 1940er Jahren begann Acher mit den Drehen von Kurzfilmen, die sich durch ihren symbolischen Gehalt, ihre visuelle Poesie und ihre suggestive Bildsprache auszeichneten. Seine Werke wie Fireworks von 1947 oder Scorpio Rising von 1963 haben die Grenzen des Konventionellen gesprengt und neue Möglichkeiten der Darstellung von Emotionen und psychologischen Zuständen eröffnet. Acher spielte auch mit Symbolen, Archetypen und Tabus und er schuf damit eine Welt des Traums und der Unterbewusstheit auf der Leinwand. Darüber hinaus war Kenneth Acher ein Pionier in der Verwendung von Musik und visuellen Effekten, um seine bestimmte Atmosphäre zu schaffen. Seine Filme sind berüchtigt für ihre hypnotische Wirkung und ihre außergewöhnlichen Kombination aus Bild und Ton. Er nutzte Rockmusik und die Popkultur als Soundtrack, um seinen Filmen eine zusätzliche Dimension zu verleihen und den Zuschauer in eine emotionale Achterbahnfahrt zu entführen. Kenneth Achers Einfluss auf die Filmkunst reicht weit über sein eigenes Werk hinaus. Seine experimentellen Techniken und seine subversiven, vielleicht Herangehensweisen an das Medium haben zahlreiche Regisseure und Künstler inspiriert. Martin Scorsese, David Lynch, David Cronenberg
und viele, viele renommierte Filmemacher sind von Agers Arbeit geprägt worden. Insgesamt hat Kenneth Ager das Filmmachen auf eine radikale Weise neu definiert. Seine Werke haben meine Vorstellungskraft beflügelt, die Konventionen des Kinos herausgefordert und den Weg für eine experimentelle Filmkunst geebnet. Sein Einfluss ist bis heute spürbar. Und er wird zweifellos weiterhin Generationen von Filmemachern inspirieren, die sich von seiner Kreativität, seinem Mut und seiner rebellischen Natur anstecken lassen. Dieser Filmemacher starb jetzt im Alter von 96 Jahren. Und was werde ich heute Abend machen? Ich werde mir die Laserdisc mal wieder anschauen mit den sehr, sehr interessanten Sachen. In diesem Sinne, kommentiert es, drückt die Glocke, abonniert den Kanal. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal.